Heute reden wir über das Strafmaß für Brandstiftung. Je nach Art der Schwere der Brandstiftung wird das Strafmaß festgelegt. Grundsätzlich kann man für Sachschädigung und Gemeingefährdung 1 bis 10 Jahre bekommen. Schwere Brandstiftung liegt vor, wenn Menschenleben bedroht wurden oder jemand geschädigt wird. Ist ein Mensch oder auch mehrere durch den Brand gestorben, kann man sogar lebenslänglich bekommen. Fahrlässige Brandstiftung ist nicht absichtlich, aber durch fahrlässiges Verhalten verursacht. Hier gibt es entweder eine Geldstrafe oder maximal 3 Jahre Gefängnis. Jugendliche können Sozialstunden bekommen, Bewährung oder bis zu 10 Jahre Haft, je nach Schwere.